Die SMEC Espressomaschine ECF01PK haben wir getestet in einem ausführlichen Kaffeemacher Espressomaschinentestvideo. Hier seht ihr die wichtigsten Informationen zur SMEC zusammengefasst. Guck, wie schön. Willkommen hier zu diesem kurzen Testvideo. Wir sprechen über die SMEC Espressomaschine ECF01PK in der EU-Version, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist eine Kurzversion des ausführlichen Testvideos, welches wir im Kaffeemacher-Kanal hochgeladen haben. Die Videos dort, die dauern oft 20, 25 Minuten oder noch länger. Und da immer wieder die Rückfrage kam, könnt ihr das auch kurz zusammenfassen, dass wir so mal schnell eine Übersicht bekommen, mache ich das hier für euch. Also hier wirklich nur die wichtigsten Essenzen des Testberichtes und für mehr, für ausführlicheres, schaut doch drüben hinein. Und da seht ihr auch den Michel, der vieles rund um die Maschine nochmal genauer erklärt. Was ist das für eine Espressomaschine? Wir sind im Bereich der Thermoblock-Espressomaschinen. Das heißt, wir haben eine Thermoblock-Heizeinheit, durch die das Wasser durchläuft. Vorteil von einem Thermoblock, heizt mega schnell hoch, ist also in wenigen Sekunden schon einsatzbereit, hat auch einen relativ guten Stromverbrauch bzw. geringen Stromverbrauch im Gegensatz zu Boilermaschinen. Die Designmaschine hier jetzt in der roten Fassung gibt es auch noch in anderen Facetten mit einem kleinen Sortiment an Sachen, welches dazu kommt. Hier ein Plastiktemper, der als Temper nicht wirklich viel taugt, ist nicht gerade, ist einfach so ein Temper. Eines der ersten Dinge, die wir hier bei dieser Maschine euch empfehlen zu ersetzen, wenn ihr eure Maschine habt, wenn ihr so eine Maschine habt und die upgraden wollt, damit kann man nicht gleichmäßig, nicht sorgfältig, nicht gerade tempen und schafft dadurch Channeling, haben wir ein Video zu gemacht, so eine Kanalbildung im Kaffeekuchen, weil man eben nicht gleichmäßig und sauber anpresst. Also unbedingt ersetzen. Auch der Dosierlöffel taugt nicht wirklich viel, denn wir empfehlen euch immer, Kaffee abzuwiegen. Je nachdem, ob das Mahlgut grob oder fein ist, ob die Röstung heller oder dunkler ist, passt hier mehr oder weniger rein. Und beim Espresso spielt die Menge des Kaffeeeinsatzes im Verhältnis zum Endgetränk eine wahnsinnig große Rolle. Hier passen in die mitgelieferten Siebe unterschiedliche Mengen hinein. Wir haben einmal ein Doppelportions-doppelwandiges Sieb, ein Einzelportionen-doppelwandiges Sieb. In das doppelwandige Sieb könnt ihr gut 14 Gramm hineinfüllen, je nachdem, wie der Mahlgrad ist. Wenn er gröber gemahlen ist, dann passt da weniger rein. Wenn er feiner gemahlen ist, passt da mehr rein. Das heißt, immer abwiegen, dann wisst ihr, wie viel ihr eingesetzt habt. Und dann könnt ihr auch ausrechnen. Ein guter Espresso, der hat so ein Verhältnis von 1:2, 1:2,5. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel hier 14 Gramm verwendet, dann habt ihr nachher in der Endtasse 28 Gramm bzw. 2 × 14 Gramm in jeder Espresso-Tasse oder eben das 2,5-fache Verhältnis. So könnt ihr das ungefähr kalkulieren. Wenn ihr aber nicht wisst genau, wie viel ihr einsetzt, dann wird die Extraktion nicht gleichmäßig und das Ganze wird ein bisschen schwieriger. Dann noch ein Pad-Sieb ist mit dabei, kann man Pads einsetzen. All diese Siebe haben einen entscheidenden Nachteil oder eine Besonderheit. Sie sind keine klassischen Espressomaschinen-Siebe, sondern doppelwandige Siebe. Doppelwandig heißt an dieser Stelle, sie haben oben eine Siebstruktur und unten ein einziges Loch. Das Kaffeepulver sitzt oben drauf, das Wasser kommt, es wird zunächst normal extrahiert. Dann muss aber dieses ganze Kaffeegetränk durch diesen kleinen Zwischenraum und presst sich dann durch das eine Loch. Da wird ein wahnsinnig großer Druck aufgebaut und der große Vorteil ist, selbst alte Kaffees, vorgemahlene Kaffees, liefern noch Crema und laufen langsam aus. Der Nachteil ist, man kann die Mühle gar nicht richtig einstellen, weil hier genügend Widerstand aufgebaut wird. Wofür sind also diese Siebe? Sie sind nur dafür geeignet, wenn ihr selbst keine Mühle habt. Das heißt, sie sind Kompromisssiebe, die aus nicht so gutem Kaffee, vorgemahlenem Kaffee, alten Kaffee und warum die nicht so gut sind, dazu haben wir schon einige Videos gemacht, einigermaßen akzeptable Kaffees machen. Ihr werdet damit aber nie alles rausholen, was in einem Kaffee drin ist, beziehungsweise was in einer Espressomaschine drin ist. Das geht nur mit einwandigem Sieben. Weshalb wir euch unbedingt empfehlen, diese Siebe auszutauschen gegen ein einwandiges Sieb. Wenn ihr das macht, dann kommen wir langsam in die Richtung, wo die Maschine auch gute Leistungen liefert. Und das kann man auf jeden Fall festhalten. Die Temperatur der Maschine, die ist voll in Ordnung. Wenn ihr unser empfohlenes Protokoll verwendet, dann starten wir mit einer Brühtemperatur von 95 Grad und fallen dann im Verlauf der Temperatur knapp unter 90 und am Ende der Extraktion geht es langsam wieder hoch und zieht ein bisschen an. Aber wir sind durchaus in einer akzeptablen Range, wenn man weiß,
Zieltemperatur beim Espresso extrahieren ist so 93 Grad. Wie kommt ihr zu dieser Temperaturkonstanz? Was jetzt kommt, ist kein Test, sondern ein Tipp, um aus der Maschine alles rauszuholen. Ihr müsst spülen. Und zwar in einem bestimmten Rhythmus. Wie geht das Spülen? Ihr nehmt den Siebträger raus. Ihr beginnt die Extraktion. Es beginnt die sogenannte Präinfusion. Da ist es so eine erste Wassermenge, die kommt. Das hört auf. Dann startet die normale Extraktion oder diese normale Wasserbezugszeit wieder. Die lasst ihr eine Sekunde laufen und dann brecht ihr ab. Vorbrühung ist vorbei und dann etwa eine Sekunde. Zack, stoppen. Und anschließend beginnt ihr sofort, spannt den Siebträger ein, mit dem schon vorher vorbereiteten Kaffee beginnt die Extraktion und dann kommt ihr in diesen Bereich von Temperaturkurve, den ich euch eben genannt habe, nämlich ungefähr in diesem Zielbereich. Und das Ergebnis, wenn ihr dann nicht dieses Sieb verwendet, sondern ein einwandiges Sieb, ist wirklich ziemlich gut, ziemlich ordentlich. Vor allem auch in diesem Preisbereich haben wir ordentliche Espressi bezogen. Aber Achtung, auch da empfehlen wir euch eher ein bisschen dunklere Kaffees, nicht zu helle Kaffees. Helle Kaffees, die sind von sich aus schon relativ sauer oder eher auf der fruchtigeren Seite. Mit diesen niedrigen Temperaturen pushen wir diese Säure. Wenn wir dunklere Kaffees verwenden, dann kommen wir in eine einigermaßen gute Balance. Und dann können wir mit der SMEC Espresso Maschine recht ordentlichen Kaffee machen und dann kann man sagen, für den Einstieg ist das eine Maschine, die performt. Aber es gibt natürlich einiges, was uns auch nicht so gut gefällt. So ist die Wassertropfschale unglaublich schnell voll. Dreimal Kaffee bezogen und zwischendurch gespült, so wie wir euch das gesagt haben, dann ist die schon wieder voll und ihr müsst sie austauschen. Zwar hat es einen kleinen Schwimmer, der euch anzeigt, sie ist voll, dennoch ist das relativ nervig. Vor allem, wenn man dann auch das vergleicht mit diesem riesen Wassertank von einem Liter, der so suggeriert, ihr könnt damit viel Kaffee machen. Ja, da muss man nicht so oft zum Wasserhahn, wegen dem Wasserbehälter aber schon. Und dann gibt es eine Auffälligkeit. Ihr seht, ich setze das hier gerade auf. Vieles an der Maschine ist ansonsten sehr ähnlich wie die De'Longhi Didica EC685. Eine Maschine, die die Hälfte kostet, nämlich ungefähr 160 Euro, während wir hier so im 300-Euro-Bereich, 330 Franken unterwegs sind. Und da muss man sich schon fragen, was kann diese Maschine mehr als dieses andere Modell, welches wir recht interessant finden für Einsteiger, Einsteigerinnen im Espresso-Maschinenbereich. Was kann sie mehr? Sie ist vor allem designier. Sie hat ein anderes Äußeres, ansonsten mutet vieles ähnlich an, von der Temperaturkonstant bis zur Milchperformance. Auch das liefert die Maschine ordentlich. Milchschaum kann man gut machen. Man muss es wie mit allen Maschinen ein bisschen üben. Ein bisschen dick ist diese Milchlanze. Sie liefert unkontrolliert Luft. Sie hat eine riesen Öffnung auch und damit ist es schwierig, die Position so zu finden, dass das Milchschäumen einfach von der Hand geht. Auch der Funktionsumfang der Maschine ist ähnlich dieser anderen genannten Maschine. Ihr habt einen Eco-Modus, das heißt, ihr könnt sagen, wann soll die Maschine ausgehen und dann schaltet sie einfach automatisch aus. Ihr könnt die Temperatur steuern über 3 Stufen. Wir empfehlen euch, auf die höchste Stufe zu gehen, weil sonst die Temperatur zu tief ist und ihr eben mit der höchsten Temperaturstufe in genau dem Bereich unterwegs seid, den ich gerade eben aufgezeigt habe. Ihr könnt die Tasten programmieren, also auf eine Wassermenge, die herausgegeben wird. Und auch hier muss man sagen, die Steuerung ist nicht perfekt, aber so auf 5 Gramm plus minus liefert die Maschine dann die Menge, die man sich wünscht. Hängt natürlich ein bisschen auch ab von dem Mahlgrad und so weiter. Gerade mit der hier verbauten Vibrationspumpe habt ihr bei einem großen Widerstand dann so viel Widerstand, dass eben deutlich zu wenig Wasser kommt. Zusammenfassend, ordentliche Maschine, die mit einem Sieb-Upgrade in den Bereich von gutem Espresso kommt. Ihr habt einen relativ großen Mehrpreis für das SMEC-Design. Liegt bei euch, ob euch das wert ist. Die Espresso-Performance unterscheidet sich jetzt nicht deutlich von der eben genannten Maschine. So viel an dieser Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Hier in diesem Kurzfilm, wenn ihr wollt, schaut euch das lange Video an. Da diskutieren wir das ein oder andere noch ein bisschen ausgiebiger. Und sonst sehen wir uns vielleicht in einem unserer Kurse. Wir haben einen Online-Homebarista-Kurs, wir haben einen Online-Sensorik-Kurs. Wir geben natürlich auch Kurse hier in Basel, aber auch neu dann ab Herbst 2021 im Ruhrgebiet. Und unsere Kaffees, die sind unten verlinkt. Und wir freuen uns, wenn wir euch dann vielleicht auch das ein oder andere Mal real life außerhalb des YouTube-Kanals sehen. Soweit, macht's gut, bis bald.